Moin liebe Freunde der Zauberkunst, willkommen zu einem weiteren Kartentrick. Heute performe ich einen Mentalkartentrick mit 10 Karten, der unglaublich einfach nachzumachen ist und trotzdem einen sehr guten Effekt hat. Erklärung zu diesem Trick ist in der Videobeschreibung, schaut euch aber erst diese Performance hier an, denn sonst versteht ihr die Erklärung nicht. Viel Spaß dabei! Yeah! Für diesen Trick darf der Zuschauer unser Kartenspiel erst einmal durchmischen. So, und sich dann beliebige 10 Karten aus dem Kartenspiel raussuchen. Ich nehme jetzt einfach mal die obersten 10, aber ist wirklich frei den Zuschauer überlassen. Den Rest des Decks brauchen wir nicht mehr, der kommt weg. So, und mit diesen 10 Karten, sind das 10? Ja, sind 10, okay. Mit diesen 10 Karten funktioniert der Trick. Die darf der Zuschauer jetzt noch einmal durchmischen, wie er will. Und wenn er zufrieden ist, soll er sich die oberste Karte angucken. Und dazu werde ich gleich wegschauen. Da müsst ihr mir vertrauen. Dieses Video hier würde überhaupt keinen Sinn machen, wenn ich nicht wegschauen würde. Und vertraut mir, der Trick funktioniert wirklich. Ich werde den Trick performen können. Ich schaue jetzt weg und der Zuschauer merkt sich die oberste Karte. Das ist jetzt die Karte des Zuschauers. So. Ich habe wirklich weggeschaut. Ich habe keine Ahnung, welche Karte das ist. Und jetzt soll der Zuschauer Folgendes machen. Er soll sich eine Zahl zwischen 1 und 10 denken. Und dann, ich führe das jetzt erstmal vor, wenn er sich die Zahl 2 gedacht hätte. Sagen wir mal, er hätte sich die Zahl 2 gedacht, dann sollte er jetzt von oben eine Karte nehmen, nach unten bringen, das war 1. Und weil er sich 2 gedacht hat, eine zweite da drunter bringen. So, das wäre, wenn er sich jetzt 2 gedacht hat. Ich denke mir jetzt die Zahl 5 als Zuschauer sozusagen. Es ist aber wirklich frei den Zuschauer überlassen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt muss ich als Zuschauer, das hat der Zuschauer jetzt gemacht, und ich als Zauberer muss jetzt versuchen herauszufinden, welche die Karte des Zuschauers ist. Dazu schaue ich mir die Karten einmal an. Okay. Ja. Ich versuche jetzt herauszufinden, eine dieser Karten muss ja die Karte des Zuschauers sein. Ja, okay. Wir machen einfach Folgendes. Ich sage jetzt dem Zuschauer, er soll noch einmal dieselbe Zahl, die er sich am Anfang des Tricks gedacht hat, in dem Fall jetzt 5, denken und dann 1 noch drauf addieren. Also einen mehr. Heißt, 5 wird 6 und dann soll er dasselbe nochmal machen wie am Anfang. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, das hat der Zuschauer jetzt gemacht. Und jetzt zeige ich dem Zuschauer noch einmal die Karten. Eine dieser Karten hier ist die Karte des Zuschauers. Und ich bitte euch jetzt, ihr wisst ja, welche Karte die Karte des Zuschauers ist. Ich blende es hier nochmal ein, falls ihr es vergessen habt. Die Karte des Zuschauers wisst ihr. Und ich bitte euch, auf 3 an die Karte des Zuschauers zu denken. Okay? Also, 1, 2, 3, Pik 8. So, das war die ganze Mental-Performance. Gut, es hätte sein können, dass ich jetzt geschummelt hätte. Ich habe aber wirklich nicht hingeschaut und ich habe auch nicht, nachdem ich diese 5 Karten abgezählt habe, dann mir die 5. Karte angeguckt, falls ihr das jetzt denkt. So funktioniert dieser Trick nicht. So habe ich das Ganze nicht gemacht. Ich werde es euch in der Erklärung genau erklären, wie das Ganze funktioniert. Ich könnte das jetzt genauso, wie ich es euch jetzt performt habe, mit einem Zuschauer machen. Vertraut mir. Es ist jetzt ein bisschen schwer, ohne Zuschauer deutlich zu machen, was ich jetzt meine und wie das Ganze funktioniert. Aber im Erklärungsvideo, hoffe ich, versteht ihr das Ganze besser. Die Erklärung hierzu kommt also am 25. Januar online. Link dazu ist in der Beschreibung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dir hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, gib mir noch einen Daumen nach oben. Ich weiß, es ist jetzt echt nicht glaubhaft, weil ich wirklich total bescheuert jetzt hätte schummeln können. Aber ihr müsst mir wirklich vertrauen. Ich habe diesen Trick vernünftig jetzt performt. Ohne an irgendeiner Stelle einfach abzuzählen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr vertraut mir. Nachher sind es 1000-mal mehr Daumen runter als Daumen hoch, weil ihr mir nicht glaubt und du hast gespickt. Habe ich aber wirklich nicht. Könnt ihr mir glauben. Wir sehen uns in der Erklärung für weitere Zaubertricks und für meine Serie Lifehacks im Test. Link zur ersten Folge davon ist ebenfalls in der Videobeschreibung. Könnt ihr diesen Kanal gerne abonnieren, um kein weiteres Video zu verpassen. Und wir sehen uns in einem weiteren Video von mir. Ciao! So, und falls jetzt irgendjemand von euch noch dran ist,
Dankeschön für die tolle Resonanz zu meinem letzten Video, zur ersten Folge von Lifehacks im Test. In dem Video habe ich eine Stereoanlage aus einer Klopapierrolle gebaut und es ist ziemlich gut bei euch angekommen, also Dankeschön. So, jetzt reicht's aber auch. Ciao, bis zum nächsten Video. Wieso flüster ich? Ich habe keine Ahnung. Ciao. Okay, das war jetzt überhaupt nicht seltsam.